Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Andy Roy P. Hupsala, und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix. In der letzten Folge haben wir das verwunschene Reich abgeschlossen. Und jetzt haben wir. Wo ist das? Radiant? Nee, noch nicht. Wo ist das? Radiant Garden freigeschaltet als Welt. Wir gehen da schon mal rein, weil das könnte eine etwas längere Welt werden. Also verlieren wir ja keine Zeit. Offscreen habe ich nichts gemacht. Ich habe. Weiß ich nicht. Ja, was wollte ich nur sagen? Habe ich jetzt vergessen. Boah. Habe ich jetzt total vergessen. Egal. Radiant Garden. Radiant Garden. Er könnte ein bisschen schwieriger werden. Glaube ich. Weil wir zwischendurch nicht gelevelt haben. Vielleicht nicht so eine gute Idee. Aber egal. Ich habe bald übrigens gefällt, könnt ihr einen Like, ein Abo, einen Kommentar hinterlassen. Das wäre sehr nett von euch. Dankeschön. Excuse me. Nein, ich schaue nicht auf euren Kanal vorbei. Sorry to bother you, sir. Ach, oh, what a well-mannered lass you are. I'd be pleased as punch to help you, if I can. I'm looking for a boy who's not from around here. Have you seen him? I think I know just who you're talking about. He scampered off toward yon castle in a right hurry. Thank you so much. Oh. Sehr schön. Terra, I hope you're still there. Ja, Terra ist, glaube ich, nach Radiant Garden gegangen, haben wir gesehen. Also, ja. Dem sind wir auf der Suche. Dann habe ich Sportfreund bekommen. Bin schon wieder voll irgendwie neben der Spur. Ja, am Ende der Aufnahme bekommen? Nee, ne? Nee, das hat man schon vorm verwunschenen Reich, glaube ich. Weiß ich nicht. Ja. Ich habe das neueste Schlüsselschwert hier ausgerüstet, weil das meiste Magie hat, ne? Ist nur eine Woche her, seit ich aufgenommen habe. Also nicht wundern. So gut, zum Schloss Dingen wieder. Wie kommen wir zum Schloss? Da lang. Kann man nicht einfach durch das Tor da spazieren? Da war doch eins. Oh, jetzt kommen die Viecher wieder. Boah. Wieder jedermanns Lieblingsmusik. Und die können mich von da hinten treffen, das darf einfach nicht wahr sein. Oh. Aber dann gehen wir mal wieder nah genug ran, damit sie auf den Boden kommen und nichts machen. So. Jetzt wirklich ein bisschen trainieren sollen. Ist hier nämlich nichts. So mehr Grund hier, alles auseinanderzunehmen. Wenn ich dann am Boden, wenn ich angreifen will. Dann auf dem Boden, wenn ich angreifen will. Was soll das? Wenn man noch nicht trotz Kopf und all so was, ne? Aufpassen. Nein, nicht explodieren, verdammt. Von oben greifen schon welche an. Ich habe so sicher irgendwie gesehen von diesen Hasen. Oh. Diese Viecher. Ja, die Viecher machen gar nichts mehr. Boah, ich komm da nicht. Vergesst doch mal, dass ich Magie mit ihr einsetzen sollte, aber ich will erstmal ein paar Kommandos haben. Boah. Ja, guck mal, die machen gar nichts. Die sind voll tot. Dem ich aus dem Boden geholt hast. Eigentlich, ich bin ja nur an die vorbeigelaufen. Die kommen aus dem Boden einfach. Ich dann nicht, weil die ja nicht weiter müssen, aber. So, Abwehr gespielt. Also, euch habe ich keinen Bock hier, wenn ihr so einen Mist macht.
Pisser. Ah, Sturm auf. Oh, jetzt kommst du runter. Ey, ich krieg die Krise. Mustard. So, langsam. Guck ich mal, kack solche Vieh an, ey. Greif noch nicht mal an. Ich vergesse halt einen Dauer an, ey. Könnte ich auch vielleicht auch mal einsetzen. Weil vielleicht ist das sogar stärker. Auch gern Eis. Bis dann. Sieh so wenig ab, ne? Dann ist auch noch so ein Viech. Mein Gott, warum verschwindet denn eigentlich? Ich roll die Treppen hoch, ne? Bis dann. Ich treffe überhaupt nichts damit, geil. Ich glaube, ich sollte einen besseren Schuss ausrüsten. Weil ich viel zu sehr Dinge angreife. Normalen Angriffen. Schwertwurf, ha! Schwertwurf, ha! Warum ist denn jetzt immer noch? Weil er da unten immer noch ist oder was? Der kann mich doch nie im Leben sehen von da aus. Der hockt immer noch da, ey, Junge. Du Pisser, jetzt hier nicht. Jetzt kann ich nicht aufs Menü zu greifen. Einfach nicht wahr sein. Wolltest du Magieimpuls? Okay. Nicht mal ausrüsten. Ich glaube schon, ja. Hier muss man Feuerbund, glaube ich, aktivieren. Sollte man vielleicht noch lassen, weil ich noch gerade Feuersachen habe. Ich habe noch einen Vita ausgezeichnet. Ja, und nichts hier zum Verbinden, ne? Ja, da kann nicht wahr sein. Mal. Schon Dingens hier. Wer ist es? Ne, ich habe Donnerschlag nur. Konzentrieren wir uns auf Feuersbrunnen, damit wir den Stil da freischalten, weil Abschlussangriff. Euer Bond, aua. Da ein paar Gegner mitnehmen. Euer Bond. So. Wo wäre der schon wieder weggegangen? Okay. Doof. Ja, Wurf. Ah, sind schon wieder diese Viecher. Naja. Oh, was ist das? Auf. Das Geld ist unten. Wahrscheinlich mal den Abschlussangriff einsetzen von Dingens. Wo diese Viecher, ne? Wieso Tauben? Zu nix zu brauchen. Also die wollen doch nicht mal gegen einen kämpfen. Gehen einfach nur weg. Was ist das für ein Kacke? Boah. Blöden Mistviechei. Mal fängst da runter. Die beste Welt ist, haben die echt die nervigsten Gegner. So, für... Naja,
Ausnutzen, als du viel Magie hast. Ja, schnell ein paar Gegner. Hab uns läuft gleich ab. Vielleicht muss ich das nur aktivieren, um den Dings freizuschalten. Mann, das Ziel. Weiß ich nicht. So. Wenn ich die ganze Zeit durch die Gegend rolle, sieht komisch aus. Ich wollte einen Rad schlagen. Ich stell mal vor, einer läuft so die ganze Zeit durch die Gegend. Ich will ausdecken. Attacken hast. Da abhängig ist man. Wo ist das? Oh, du sollst auf den, der vor dir ist. Attacke und Abwehr ausgezeichnet. Gerade auf gleich rollen. Das sieht doch schon ein bisschen besser aus. Ich mit. Oh, sehr gut. Ich mit Ventus hier vor Radiant Garden war, muss ich ja gegen Vanitas kämpfen. Etwas, ich habe dem nichts abgezogen, also bin ich schon vor, dass ich hier ein bisschen mehr was tue. Und noch mal Feuer, ne, dann machen wir lieber Magieimpuls, mehr Sachen freischalten, irgendwas Neues. Eis und fest. Ein bisschen mehr Angst kommt oder so. Eis und äußerer und Zeit noch mal Magie hast. Magie hast. Das war schon mal Eisgar. Ganz viel Magie hast. Ausgezeichnet, ne? Weiter. Vielleicht mal irgendwas anderes hier nehmen, aber ich weiß nichts anderes auswendig. Da ist ein Sticker. Soll wahrscheinlich nicht rankommen. Da ist eine Truhe, da komme ich ran. Ups, ja. Oh. Gott. Wo ist der Junge, den ich suche? Wie ein Mädchen. No, run. Nicht in das erkennen. I can feel the light. There's no way I can fight like this. Oh, hi Mickey. Hurry! You gotta get that girl to someplace that's safe. Mädchen denkt sich nur, ist das ein Mickey Maus? I'll tell you later. Right now we gotta stop these things. Einfachsten Viecher. Everything all right? Let's get 'em. Right. Ja. Ja, hat auch Aqua getroffen. Was ja, soll Paar sind nur die einfachsten Viecher, hallo. Siege mit den deinen neuen Freund zusammen alle Unversehrten. Pass mal auf, hä? Komm her. Ist das Streit? Was? Nein, er ist runtergeduckt. Das war ein One-Shot. Ausgezeichnet. Oh nein. Nein, 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 nein. Jetzt raus da. Jemand mag euch, lasst das. So.
seid ihr darauf verdammt, gar nichts zu machen. Gar nichts. Oh, okay. Oh, er will jetzt nicht nur am Boden, mehr nicht. Gar nicht links. Dimensionslink einsetzen, stimmt. Oh, Mickey geht ab. Oh, ich die Viecher. Oh. Das ist doch sowas von du. Oh. Wir die einfach nur aus der Reichweite gehen, ne? Okay, und ich treffe ich die auch damit. Was? Okay, hab's sogar getroffen. Was ist das? Übrigens, das könnte ein längerer Part werden, wenn ich wieder die ganze Welt in einem Part mache, so wie beim letzten Mal. Thank you. My name is Aqua. I train under Master Ericus. And I'm Mickey. Master Ericus. I used to be Yan Sid's apprentice. I came back to him for some more training. I sense light within this girl. You think that's why they attacked her? Yep. I think you might be absolutely right. If you ask me, she must be somebody pretty extraordinary. Says Mickey Mouse. Yes, I'm quite certain she's someone we're supposed to protect. Let's join forces. Oh no, not now. I'll be okay. See you real soon. Na, wie können wir betrunken durch die Welten? Here. Are these for me? I picked you some flowers. Thank you for saving me. Hast du nicht schon vorher? Oh, they're lovely. You're so sweet. My name's Kairi. Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm Aqua. Kairi, about that light. Kairi! Oh, Grandma! Wait, oh, die Kairi, aus dem ersten just Teil. A minute. I just cast a magic spell on you. One day, when you're in trouble, the light within you will lead you to the light of another. Someone to keep you safe. Thanks! There you are. It's time to go. Okay. Oh. Bye! Hey. Grandma? Hmm? What is it? Could you tell me that story? Again, dear? Please. Very well, then. Long ago, people lived in peace, bathed in the warmth of light. Everyone loved the light. Then, people began to fight over it. They wanted to keep it for themselves. And darkness was born in their hearts. The darkness spread, swallowing the light in many people's hearts. It covered everything, and the world disappeared. But small fragments of light survived in the hearts of children. With these fragments of light, children rebuilt the lost world. It's the world we live in now. But the true light sleeps deep within the darkness. That's why the worlds are still scattered, divided from each other. But someday, a door to the innermost darkness will open, and the true light will return. So listen, child. Even in the deepest darkness, there will always be a light to guide you. Believe in the light, and the darkness will never defeat you. Your heart will shine with its power and push the darkness away. Mm-hmm.
Kairi. Something tells me I didn't run into her by accident. No good. Oh, hi. First, it never ends. Mein Gott, Dunkelheit. Müssen sie bezwingen. Schicksalswink. Das Schlüsselschwert ermöglicht Treffer häufiger. Da rüsten wir Leute aus. Das sieht fast genauso aus wie das Schlüsselschwert, das Kairi hatte im zweiten Teil. Warum hat Kairi so ein richtig mädchenhaftes Schlüsselschwert? Ich habe irgendwie so ein Fancomic irgendwie gesehen. Muss es mir unbedingt das mädchenhafteste Schlüsselschwert geben, das du finden konntest? So, okay, warte mal, ja, bestimmte Angriffe. Abschlussmeister, yay, Wunschklinge. Wo ist es? Drück im Sprung auf die Gegner dreimal Schaden zu. Okay. Weiß nicht. Ja, Abschlussmeister. Denk ins Schlüsselschwert, genau. Es ist sogar stärker, ich wusste es. Ja. Ein Papo-Frucht, glaube ich. Und so was ähnliches jedenfalls. Ein Stern halt. Ich glaube, wir kommen jetzt Gegner, ne? Ventus kann der Gegner, glaube ich. Okay, Schlosspark. Warum habe ich das hier so vorgelesen? Egal. Da ist er bestimmt durchgeflogen, obwohl er fliegen kann und hätte drüber fliegen können. Was? Ja, gut. Was? Ich dachte dreimal davon an. Na, das mag ich nicht. Oh, ihr Viecher, ne? Dann, wie kann ein Gegner dort so nervig sein? Start. So. Die anderen Viecher liegen jetzt einfach nur so. Ich habe keinen Grund mehr zu leben. Guck mich halt an. Warum vergessen wir den Abschlussangriff gegen? Ich habe einfach eingesetzt. Eins kann auch wechseln, genau. Also ich greife dreimal an. Oh, Magie. Aber blöd, ich hau schon wieder ab. Boah. Der ist genau erledigt. Bleib fertig hier. Mein Gott. Und jeder programmieren die einen noch nicht mal angreifen. Stellen wir sowieso irgendwie die Muster der Gegner so in Frage. Blöden Hasen, ey. Im Boden sind oder Pflanzen, die so sichern auf einen werfen und rauskommen, sobald man sich denen nähert. Voll bescheuert. Oh, wir kämpfen schon? Okay. Da kommt noch ein bisschen dazwischen. Hi Terra. Hi Ventus. Terra. Aqua. Das könnte ein bisschen schwierig werden. Bisschen viel Mist bauen bitte. Damit meine ich mich. Dann sollte ich offscreen ein bisschen trainieren.
Okay, komm her. Das kann ja was werden. Ich liebe diese Violinstücke in dem Spiel. Gut, dass sie in späteren Spielen auch so viel reingebaut haben. Oh. Aber ja. Los, meine normalen Angreifer, greift an. Greif nur normal an, oder? Sie haben noch keine drei Angriffe. Das sieht gut aus. Das macht doch ordentlich Schaden. Wenigstens machen die auch Schaden. Wenn ich so in die Gefährten aus dem ersten Teil und zweiten Teil denke, war schon ein bisschen armer. Wir tun uns sehr viel besser einstellen, als ich gedacht hätte. Damit. Das ist einfach nur nervig. Das ist einfach nur nervig. Boah. Ja. Irgendwie dauert die Welt nicht so lange, wie mit Ventus. Man bekommt da keinen Schaden. Was ist den anderen erledigen, ja? Aua, hör auf damit. Ich will nicht dich, ich spiel auf dich. Oh. Was ist das? Boah, der ist auch unbesiegbar. Warum? Aber er reicht uns leider nicht. Ich sag jetzt, lang kriegst du dich auf die Fresse. Versuch mal, das da abzuwehren. Wurf. Boah. Reicht doch. Wurf. Boah. Guck dir das Bild an. Geil, ne? Schön. 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 Jetzt kommt der Finisher. Wenn nicht alle drei auf einmal angreifen können. Oh, soll's. Oh, nicht besser als ich gedacht hätte. We make a good team. Sure do. Oh yeah, I got you these tickets. For what? Lifetime passes to Disney Town. He said to. He said to take two grown-ups. You mean us? Der Stimmwechsel. Listen to me, Van. We need to get you home. It's okay, Aqua. Trust me. That guy in the mask is history. We'll never badmouth Terra again. You saw the boy in the mask? Yes. Vanitas. Ven. You let Aqua take you home. No way. I want to go with you guys. You can't. We have a dangerous task ahead of us. I don't want you to get hurt. And what is this dangerous task, Terra? It doesn't sound like what the Master told you to do. It might be a different route, but I'm fighting the darkness. I'm not so sure. I've been to the same worlds as you, and I've seen what you've done. You shouldn't put yourself so close to the darkness. Listen to yourself, Aqua.
Tara would never. You mean you've been spying on me? Is that what he said to do? The master's orders? He was only. Aqua. I get it. Tara! Just stay put! I'm on my own now, all right? Tara, please, listen! The Master has no reason to distrust you, really. He was just worried. You're awful, Aqua. So now you know the truth. But the Master loves Tara. And you know that too. Were you also ordered to take me home? Aqua, now that you're a Keyblade Master, you've let it go to your head. I'm gonna go find Tara. Tja, versucht man noch zu helfen. Tara. Ben. Ach, okay. Disney-Stadt, da müssen wir als nächstes hin, glaube ich, ne? Die Szenen aus den verschiedenen Sichten zu sehen, ist mal ein bisschen anders. Man sieht immer so kleine Momente, wenn man zum Beispiel nichts sieht, wie zum Beispiel als Aqua hier den Anhänger in der Hand gehalten hat. Und natürlich nicht gesehen, wie Ventus Spiel durchlaufen. Was kommt denn da raus? Au. Du bist ja immer noch im Boden, ey. Vor allem von wie weit die angreifen, ne? Oh Mann. Das ist Ruhe. Wir haben. Und dann eine blöde, dicke Dinger kannst du ja nicht mal mit Fokus. Man muss angreifen, wenn er sich auch wieder zusammenrollt und explodiert. Ja, blöde Mickey. Oh Gott, da kommt gerade auf mich hinunter. Aua. Boah. Komm ich hier raus? Oh, ihr blöden Viecher. Schon wieder sehen, ne? Da gibt's halt aber nicht. Zum persönlich Hass gegen die Viecher, ne? Ja. In die Viecher kannst du echt nichts machen, manchmal. Kotzt mich so an. Dann sind da die Viecher, die einen ganz abhauen. Ja, das Spiel hat nur nervige Gegner, habe ich so ein Gefühl. Da muss auch zugeben, das Spiel hat nicht sehr viele verschiedene Gegner. Aber die Gegner, die da sind, die sind irgendwie die nervigsten, die ich je gesehen habe. Für letztendlich. Oh. Ha. Donuts. Donuts. Da, du komm her. Der war auch nie in der Aufnahme diese Dinger hinterlassen, damit ich die aufhören kann, ne? Die Sterne. Genau irgendwie. Wir sind wenigstens normale Gegner. Anführungsstrichen. Also abgelaufen und ich habe immer noch nicht aufgelevelt.
Ja. Magieimpuls. Vor. Ja, aufgeben muss ich auf jeden Fall ein bisschen leveln. Und irgendwas verändern. Vita, ja, super. Brauche aber Vita. Und mal, ich kann Vita herstellen. Haha. Haha. Maximal LP, ja, klingt gut. Heilkunde, das ist kacke. Ja. Nochmal. Vitalität, das ist schon besser. Und mehr AP. Ha. Heilkunde tut nur von Items hier. Den ganzen erhöhen die Wirksamkeit. Ja, 7 AP mehr, yay. Ist das viel? Ich weiß nicht mehr, wie viel Adventus dazu bekommen. Noch ein bisschen mehr. Und jetzt haben wir noch mal hier einen neuen Ort. Ich hab oben hin. Oh, Magieimpuls 1. Stimmt noch ein zweiten. Au. Ja, da komme ich hin, oder? Yay. Da habe ich ja so oder so hingekommen. Ich weiß, ob da überhaupt was ist. Stimmt. Mein Glück sowieso. Ich hätte mir gerne on-screen einsammeln, die sowieso nie mehr Rede wert. Weiß nicht, nur Heiltränke oder irgendwie sowas drin. Das ist schon unbedeutendes Zeug. Oh, Aqua ist heiß. Wortwörtlich. Boah. So. Ach, endlich. So. Nächster, bitte. Du musst halt ablaufen. Schneewittchen. Weiß ich, warum ich damit so einen nationalsozialistischen Akzent gesagt habe, aber ja, nächste Stufe, oh geil. Slot-Automaten-Geräusch gehört. Auch noch nie aufgefallen. Oh cool, ich konnte gesehen, dass da was war. Aber trotzdem, gut. Jetzt müssen wir alle Dinger, die wir im Moment haben, auch aufgelevelt. Wow. Die Dinger gehen ganz schön viel. Die blauen. Jetzt müssen wir gleich so am Ende sein. Oder jetzt. Oh ja, Merlin. Just as I here's the third one. That book is almost more trouble than it's worth. Say no more. The book you need to awaken the powers within you is just inside. Read to your heart content, my dear. Danke. I'm the third? Terra and Ventus were here? Okay. Deswegen musste man erst Terra, Ventus und Aqua wahrscheinlich spielen, ne? Also ich durch hier noch neu equippen, sag ich mal. 30k, meine Güte. So. Wir haben viel Geld. Das machen wir uns jetzt. Vita kann man immer nicht so viele gebrauchen. Und Feuer. Uff. Eis. Uff. Blitz. Uff. Ja, und ein von diesen Dingern hier. Vielleicht muss ich auch Barriere mit irgendwas hier verbinden.
Schlag, yay. Mit was? Barriere oder perfekt? Feuerfest. Ich glaube, mir hat gefällt, aber egal. Achso, Dings, ne? Ne. Stimmt, ich habe noch keinen Konterangriff. Wo habe ich Dingens hier? War Seifenbläser. Gott. Oh, mal das blöde Buch noch. Ich lebe, Winnie Pooh. Oh. Dann gehen wir. So gibt es ja keine eigene Winnie Pooh Welt. Das weiß ich nicht. Ich habe Buch gefressen. Und ab morgen weiter. Ja, Kommandobrett, das haben wir auch noch nie gespielt. Meine Motivation, das zu spielen, ist auch sehr gering. Füllt schon wieder einen ganzen Park. Ich will das Spiel ja noch vor Release von Nummer 2.8 hier durchspielen, was nicht möglich ist auf jeden Fall, aber wer weiß. Dragon Ball Xenoverse dauert jetzt nicht mehr so lange. Fallout 4, also wenn Xenoverse 2 zu Ende ist, dann werde ich wahrscheinlich ein paar Parts mehr hiervon hochladen. Und Fallout ist auch nicht mal lange. Aber ich schaffe es auf jeden Fall nicht mehr, irgendwas in diesem Monat hier zu beenden. Mal schauen. Hi. Sind wir auch zum ersten Mal. You're the boy that Ventus mentioned. Ah, yes. Ventus. Tell me something. Has he learned to put up a decent fight yet? What do you mean? I'll be asking the questions. And why shouldn't I? After all, between the two of us, I'm the only one who'll walk away from here alive. Guess again! Awesome. Einfach auch bedroht, sehr gut. Aqua ist die Beste. Die ist auch echt die Beste. Außerdem sieht sie von den drei am besten aus. Muss man doch sagen, ne? So, komm her. Okay, die jetzt sich was ab, im Gegensatz zu damals. Bisschen sich was ab. Aha. Das müsstest du abwehren können, jawohl. Boah. Oh nein, das war zu wenig. Das ist ein bisschen einfacher als damals geplant. Und wenn sie uns das abgezogen hat. Also sagen, ihre Abwehrfähigkeit ist sehr viel besser. Ha, klar. Spüre meine Feuerbombe. Ja, mich triffst du nicht. So gut. Ah, ja, Klingenaura. Ja, einfach nur Button-Mashing, was hier abgeht, habe ich das Gefühl. Also mal auf, wenn er jeden Angriff. Also ich so gerne mit dem Finisher von erledigen, aber anscheinend nicht. Ah, geölter Blitz. Aber durch den durch. Ah, ich habe noch Schaden bekommen. Was ist das? Was wäre, wenn ich nur einen AP gehabt hätte? Sehr schön. Also wäre nicht schön gewesen, aber okay. Ah, schön.
Who are you? Gruselig. Not bad at all. Congratulations. I'll keep you around. Never hurts to have a backup. Ist das eigentlich seine Haut, dieses schwarze Gewebe am Körper? I have to stop him before anything else happens to Terra and Ven. Aqua! Ven! Were you able to find him? Yeah, but he's gone. Right. Then I can't stay here. Let me go with you, Aqua. No, Ven. Do as I say and go home. Why won't you let me? I don't want to put you in harm's way. You understand? War zwei solche Schulterdinger. Warum? Ich stelle jetzt solche Frage. Ja, dann hat Ventus Lee und Isa getroffen. Das heißen die beiden. Also Sykes und wie auch immer er nochmal hieß. Schwierigkeiten, seinen Namen zu merken. Warum erwähnt er ihn nicht so oft? Gut, dann würde ich aber sagen, nach zwei. Nee. Jetzt habe ich jetzt 52 Minuten gedacht. 47 Minuten. Ach, die gibt es auch noch, die Welt. Ich sage, wir könnten den Part hier beenden. Und sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Disney Town. Bedankt mich dann. Ich werde wahrscheinlich noch ein bisschen trainieren, weil das war schon so, weiß ich nicht. Nicht gut. Mal Kommandos aufleveln und was weiß ich. Also sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Let's Play Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Max. Ich bleibe mich alle als Zuschauer und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.